Kämpferisch hat es heute gestimmt bei uns, glaube ich. Wir haben mal wieder die richtige Mentalität heute auf dem Platz gezeigt. Ja, war nicht ganz einfach. Die Bedingungen heute waren nicht so, dass wir viele fußballerische Lösungen gefunden haben, muss man ganz ehrlich sagen. Es war wichtig, dass wir heute hier den Kampf annehmen. Das Spiel wurde definitiv auch über Zweikämpfe definiert. In vielen Momenten vielleicht die falsche Lösung gefunden. Dann ist ein Fehlpass entstanden und wir mussten alle 60 Meter umschalten. Und die Vollendung heute von Otto, dass er mit seinem schwachen Fuß den Ball links oben in den Winkel drischt, haben wir nicht gerechnet, aber ja, das ist Fußball. Das 0:1, das bringt uns so ein bisschen in den Lohn bis zur Pause. Ich glaube, dass wenn man mit einem 0:0 in die Pause geht, auch was die zweite Halbzeit angeht, ja, ein Stück weit optimistischer ist. Aber was wir uns sicher vorwerfen müssen, dass uns im letzten Drittel ja, ein bisschen der Punch gefehlt hat. Wir haben die Regensburger dann im gegnerischen Strafraum ein Stück weit zu wenig vor Probleme gestellt und das müssen wir in den nächsten Wochen wieder ändern. Ich habe es gerade auch noch mal gesehen im Fernsehen, das ist schon eine undurchsichtige Situation, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube, deshalb hat es auch so lange gedauert. Ich bin glücklich, dass wir das Tor bekommen haben. Schade eigentlich, dass wir danach nicht noch ein bisschen mehr drücken konnten, um eventuell sogar das Spiel komplett zu drehen. Somit müssen wir dann am Ende mit diesem Punkt leben. Sind, glaube ich, nicht ganz zufrieden, alle zusammen. Am Ende des Tages, glaube ich, ist ein gerechtes Unentschieden. Kann aber nicht so viel gerade damit anfangen, weil es für mich ein Stück weit zu wenig ist. Wir müssen diesen Punkt akzeptieren und weitermachen. Das bringt jetzt wenig zu lamentieren oder sich zu beschweren. Abhaken, Punkt mitnehmen, weitermachen.